Guten Morgen, herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Dienstag, den 27.05.2014, 9.49 Uhr ganz genau. Was erwartet uns heute an wichtigen Nachrichten? Maßgeblich gibt es zwei wichtige Termine, die Sie sich merken sollten. 14.30 Uhr, Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für den April aus den USA. Und um 16 Uhr das Verbrauchervertrauen Conference Board für den Mai aus den USA. Dazu kommt noch der Richmond Manufacturing Index für den Mai. Das heißt, 14.30 Uhr und 16 Uhr sind wichtige Zahlen aus den USA zu erwarten. Heute ist sowieso mit mehr Liquidität zu rechnen, denn gestern waren ja die Börsen in den USA sowohl dort als auch in England feiertagsbedingt geschlossen. Nun gut, es wird ein spannender Tag. Gold greift hier das Dreieck nach unten an. Noch ist da kein Schlusskurs erfolgt. Wir hatten ja gesagt, da muss sehr bärisches Momentum rein oder sehr bullisches Momentum mit einer sehr starken Durchbruchskerze. Der Tagesschlusskurs ist hier wichtig, damit wir aus diesem Dreieck letztendlich ein Signal ziehen können. Aktuell tendiert er hier eher nach unten, greift eher nach unten an, kann aber hier noch nicht wirklich den Ausbruch vollziehen. Hier ist es wichtig, erstmal, bevor man da letztendlich nicht in ein Fehlsignal tappt, dass er letztendlich hier nicht wieder zurückzieht und dann immer noch in diesem Dreieck ist, dass man da tatsächlich die Schlusskurse abwartet. Der Euro-US-Dollar testet heute die Tages-200er an. Auf dem sieht man hier eigentlich sehr, sehr schön und prallt sehr dynamisch daran ab. Wir sind weiterhin untergeordnet Short. Das heißt, Korrekturen können sich jederzeit fortsetzen. Das liegt nicht nur am stärkeren US-Dollar, sondern auch am schwächeren Euro. Der Euro ist schwach gegen den Kanadisch-Dollar, beispielsweise hier gegen den US-Dollar, gegen den japanischen Yen. Also es ist eine klare Euro-Schwäche. Man antizipiert natürlich in der nächsten EZB-Leitzinsentscheidung, dass Mario Draghi hier die Leitzinsen nochmals senken möchte. Zumindest ist man ja bereit, alles zu tun, auch ungewöhnliche Maßnahmen einzuleiten. So hat er es ja formuliert. Und das ist der Grund, warum der Euro momentan hier auch sehr, sehr schwach ist. Zudem man ja hier auch möglicherweise dieses Double Top antestet. Das heißt, nach oben hin ist der Weg zugepflastert mit Widerständen. Die einzige Möglichkeit ist dann, wenn überhaupt, der große Long an dieser Trendlinie. Und ich habe Ihnen heute zusätzlich nochmal mit dem Ishimoku-Indikator nochmal verdeutlicht, warum diese Unterstützung hier bei 1,3561 so wichtig ist, weil da schlichtweg nicht nur die 55er, die Ishimoku-Wolke, sondern auch die Trendlinie liegt. Und das könnte ein guter Support sein, ein gutes Unterstützungslevel sein, wo er hier untergeordnet eine Bodenbildung macht. Britisch Pfund US-Dollar war zu erwarten, dass er hier irgendwann die Korrektur beendet, weil er übergeordnet ja noch long ist. Das hatten wir gesagt. Es kam zu einem schönen Durchbruch, Pullback, und dann konnte er hier 27 Pips nach oben gehen. Bedeutet, wir sind jetzt weiterhin long. Short wird das ganze Setup, wenn wir hier unter diese Trendlinie und unter dieses Tief fallen. Bedeutet, dass wir hier dann ein Short-Setup hier unten wahrnehmen könnten, was allerdings gegen den übergeordneten Trend spricht. Wäre aber zumindest eine spekulative Variante. Also bleiben wir heute über 1,6850, haben wir heute eigentlich gute Möglichkeiten, hier mindestens bis in den Bereich von 1,6918 zu laufen, sofern wir über 1,6836 bleiben. NZD-US-Dollar kann sich jetzt hier langsam wieder stabilisieren. Wir hatten ja gesagt, hier unten setzt er vermutlich die Seitwärtsphase fort, wobei er auch hätte durchbrechen können. Das ist letztendlich völlig egal. An solchen Punkten kann man in der Regel die Seitwärtsphase direkt handeln. Enger Stop-Loss, hohes Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn er zieht, dann zieht er. Oder er bricht durch. Dann kann man auch direkt den Short handeln. Ja, Stop übers letzte Hoch in der Seitwärtsphase und dann ist gut. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Untergeordnet, aber wie gesagt, wäre ich da vorsichtig. Solange er noch hier diese Seitwärtsphase halten kann, hat er auch wiederhin völlig intakt die Möglichkeit, ansteigende Kurse zu sehen, bis in den Bereich von 0,8756. Und solange, wie gesagt, hier letztendlich das nicht durchbricht, ist die Unterstützung gültig. Könnte bullischer werden, heute über 0,8615, würden dann die Trendlinie brechen, hier die Durchbruchstiefs und dann vermutlich in Richtung 0,87 und 0,8770 marschieren. Australisch Dollar, US-Dollar wurde gefragt, momentan hier seitwärts, prallte hier unten, das sehen Sie an dieser blauen gestrichelten Linie, die hier. Das ist die Tages-EMA 200. Da prallt er permanent ab. Bounce-Play-Strategie hier möglich. Aktuell seitwärts gerichtet zwischen 0,9275 und 0,9208.
Bricht er die 09208, sparen wir uns die 08092, wäre ich trotzdem vorsichtig, denn hier lauert dann immer noch diese starke Unterstützung der Nackenlinie. Also der Short ist temporär vielleicht sinnvoll, aber übergeordnet suche ich eher die Longs bei 09150. Noch sind wir hier in einem bullischen Szenario, noch gilt das Ganze hier als übergeordnet bullisches Szenario im Sinne einer Flagge nach oben gerichtet. Und wenn wir das uns hier angucken, dann hat er hier dann bullisches Potenzial über 09280. Wenn er darüber hin ansteigen kann, sollte er eigentlich weitere Anstiege verzeichnen können. Ansonsten heute Seitwärtsphase zwischen den genannten Marken. Euro-Yen schafft hier den Ausbruch nicht. Seitwärtsphase immer noch aktiv, 139,30. Da lagen wir schon auf der Lauer. Das war eigentlich kein schlechtes Setup, aber er drehte völlig mustergültig weiterhin seitwärts. Was mir gut gefällt, denn diese Seitwärtsphase zieht sich schon ein bisschen länger. Man sieht es auch schon. Diese Phase hat durchaus eine signifikante Bedeutung. Der Short hier unten wäre schön, bis in den Bereich von 136,80. Aber auch letztendlich der Long wäre tradebar. Ist halt mit einem Risiko verbunden, weil man hier gegen die ganzen EMAs antradet. Das Short wäre aus meiner Sicht qualitativ hochwertiger. Aber der Long hätte durchaus seine Berechtigung, wenn man sieht, wie lange diese Seitwärtsphase schon andauert. Britisch Pfund, Japanisch Yen testet gerade hier das Ausbruchsniveau. Sollte jetzt langsam zurückziehen, gerade untergeordnet, damit er jetzt hier untergeordnet, wenn er hier jetzt drehen könnte, in dieser Situation. Und das sieht man vor allem hier beispielsweise im M5 oder im M1. Wir brauchen jetzt hier untergeordnet ein neues Marktmuster aus höheren Hochs und höheren Tiefs. Erst dann ist der Pullback geglückt, das sehen wir hier aktuell noch nicht. Man kann theoretisch auch auf den Ausbruch nach dem Ausbruch warten, das ist ja die ANA-Strategie. Nämlich, man sieht hier sehr, sehr deutlich, genau in diesem Bereich von rund 172 japanischen Yen pro britisch Pfund prallten wir wieder daran ab. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, ansteigen zu können, brauchen untergeordnet dafür ein Marktmuster, beziehungsweise der Ausbruch nach dem Ausbruch wäre hier auch nochmal die Variante, die interessant wäre. Na, heute will er es aber nicht. So. Jetzt. Und jetzt wird es interessant. Das heißt, blind reinkaufen ist hier sowieso nicht. Es wird jetzt interessant zu sehen sein, ob er hier untergeordnet drehen kann. Australisch Dollar, schwedische Krone hat eigentlich kaum jemand auf dem Schirm. Hier steht aber vermutlich der nächste bullische Ausbruch bevor. Ist in einem bullischen Dreieck und sieht sehr, sehr gut aus. Für einen Ausbruch nach oben steigende Tiefpunkte, gleichbleibende Hochpunkte. Kann man letztendlich nichts sagen und wird definitiv interessant. Britisch Pfund, Schweizer Franken sowieso, Seitwärtsphase aktiv. Wenn wir hier die Seitwärtsphase nach oben aushebeln, auch hier ein Trade, den man machen kann über 1,5120. Im DAX, der DAX ist momentan relativ überdehnt, ich wäre da vorsichtig. Ich würde auch hier zwangsläufig nicht shorten. Also beim DAX ist klare Strategie, Pullbacks abwarten, Korrektur abwarten. Ja, wir sind jetzt auch ohne nennenswerte Korrektur auch schon wieder 320 Pips angestiegen. Jetzt hier möglicherweise am Ende der reifen Bewegung einzusteigen, ist mir zu gefährlich. Er soll erstmal tief konsolidieren, mindestens in den Bereich von 9820 Punkten. Dann schaue ich mir das an. Nasdaq ebenso, muss man da sagen, deutlich bullischer. Hier gibt es wieder zwei Varianten im Sinne des Treppensteigenmusters. Einmal Korrektur Gap Close, weil das ein bisschen zu groß ist, oder eben Durchbruch hier über diese letzten Hochs. Beides möglich, beides tradebar. S&P immer noch völlig intakt long, ist hier ausgebrochen, neues Jahreshoch, neues Allzeithoch. Also Shorten kommt nicht in Frage, wenn dann eine Korrektur im DAX abwarten oder eben das Nasdaq-Setup, das ebenfalls gut ist. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg, passen Sie auf die Zahlen auf um 14:30 und 16 Uhr aus den USA. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.